Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute befinde ich mich wieder mal am Kudamm und das heißt shoppen. Aber damit das Shoppen heute mal nicht so langweilig wird, sage ich mal, habe ich mir jemanden mitgebracht. Er ist noch nicht da, aber er kommt gleich. Und zwar den lieben, netten Seko. Seko ist FIFA-YouTuber und dreht normalerweise FIFA-Videos. Wie immer alles unten in der Infobox verlinkt und hat neuerdings auch einen neuen Vlogging-Kanal. Ich dachte mir, Seko, wir gehen zusammen shoppen, aber damit das halt nicht so langweilig wird, spielen wir richtig oder zahlen. Richtig oder zahlen ist relativ einfach zu erklären und zwar als kleines Beispiel. Es ist egal, wer es kauft, egal, irgendeiner wird was kaufen und bevor die Person an die Kasse geht, spielt man richtig oder zahlen. Dann wird jemand eine Frage stellen, egal ob es eine Fashion-Frage ist, eine Schätzfrage ist. Wer diese Frage falsch beantwortet, muss dieses Produkt bezahlen. Es ist wie gesagt egal, ob es mein Produkt ist oder sein Produkt ist. Es kann sein, dass ich bei 10 Fragen 10 mal richtig liege oder 10 mal falsch liege, dann muss ich konstant Minus gehen oder er geht konstant Minus. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich heute zum Beispiel kaufen will. Ein Parfüm, ein paar Nike-Shirts, ein Nike-Schuh in Weiß und Alltagsschuh. Habe noch keine feste Vorstellung welchen. Man wird heute einige Sachen shoppen, er wird einige Sachen kaufen, ich werde einige Sachen kaufen und dann spielen wir richtig oder zahlen, Freunde. So, der zu spät kommende ist direkt gekommen. Ich war 14.03 Uhr da. Lügt doch nicht. 14.03. Der Bruder ist auch am Start. Seit einer Woche, ich plane mit diesem Jungen. Er kommt am Kudamann. Wie spielen wir denn jetzt? Nein. Sarah hat selber gesagt, dass du Brave bin, Bruder. Ich hab doch gesagt, du bist krank, Boy. Wie kann man jedes Jahr, jeden Tag krank sein? Ich bin seit 2 Jahren krank. Ich schwör's, seit 2 Jahren, sag ich doch. Wie läuft dein Leben so? Mein Leben läuft gut, Dicker. Seit einer Woche habe ich so jetzt Kontakt wieder mit Jan. Ja, so, also intensiv so, sag ich mal. Boah, das klingt sehr lecker. Ja, aber jetzt fühle ich mich wieder scheiße, weil ich dachte so, ich bin reich. Du bist reich, Bruder. Aber du bist anders, Bruder. Bruder, ich bin reich im Herzen, Bruder. Du bist reich im Portemonnaie. Du bist reich im Portemonnaie. Nein. So, wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt zum KDW. Du hast das ganze Spiel verstanden? Ich hab's verstanden. Der Bruder hier, wo ist er? Fragt jetzt die Fragen. Er schreibt die ganze Zeit Fragen auf. Hast du überhaupt Geld dabei? Der Abu Batz Boy. Zieh mal Kreditkarte, Bruder. Hol übrigens eine Kreditkarte raus, ja? Die Eurokarte ist richtig uncool, Bruder. Ja, stark, Bruder. Ganz wichtig, den zweiten Teil von diesem Video findet ihr auf seinem Vlogging-Kanal. Wie heißt der? Seko Isaac. Wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Deswegen ab ins KDW und mal gucken, was wir so kaufen werden. Der Palm Angels ist Don hier am Start. Also ich feiere ja die Marke wirklich, aber der Sneaker ist gar nicht meins. Was sagst du dazu, Bruder? Ich würde dich mal 10 Euro geben. Was denkst du, was der kostet, ohne geguckt zu haben? Ich hab schon geguckt, 400 Euro. Birkenstock feiere ich, aber nicht diese Modelle, sondern diese classy Modelle. Kennst du Birkenstock? Bruder. Was kostet der? Hazard 10 Euro. Aber ehrlich jetzt, okay? Warum kostet du ein Ding 80 Euro, Bruder? Bei Birkenstock, Habibi. Hau auf. Woanders. Kannst du den ganzen Tag machen, geht 10 Jahre lang so. Klamottenmäßig haben wir jetzt im KDW nichts gefunden. Was war dein Eindruck so? Du bist ja so jemand, der hat bis jetzt vor allem teuer gesagt, Bruder. Home Angels Shirt, 180 Euro, so teuer. Ehrlich? Pulli kostet 70 Euro, reduziert für 5 Puffi geholt. Bruder, lüg doch nicht. Du hast auch reduziert. Baba-mäßige Adidas-Sponsoring, er erzählt dich nur, Bruder. Ehrlich? Richtige Story. Ich war so ein Ding hier. Was kostet so ein Balenciaga-Tücher? Er sagt, ach, ist nicht so teuer, Bruder. 350 Euro. So, Freunde, wir haben uns jetzt für einen Duft von Tom Ford entschieden. Beziehungsweise ich habe mich entschieden. Und jetzt stellt der Bruder die Frage. Und derjenige, der sie falsch beantwortet, geht zahlen. Der Duft kostet 202 Euro, 50 ml. Also ich habe ja eigentlich quasi hier nichts zu verlieren, weil ich hätte ihn mir sowieso gekauft. Wenn ich bezahle, dann ist es halt fair, wenn ich es zahle. Wenn er aber verliert, dann tut weh, Bruder, sehr ehrlich. Dann tut weh. Nein, weißt du, nein, es tut nicht weh. Okay, Euro, Bruder, hau die Frage raus. Was ist die Hauptstadt von Argentinien? Die Hauptstadt von Argentinien. Sao Paulo war Brasilien und Buenos Aires müsste Argentinien sein. Also ich tippe Buenos Aires, du sagst, was sagst du? River Plate. Okay, und was kommt raus, Bruder? Seko falsch. Buenos Aires richtig. In the dash! 200 Euro in the dash. Hol die Moneten raus, Bruder, wir wissen das. 202 Euro minus in the dash für dich. Hast du 2 Euro? Arbeiten, ich weiß ja. Oh, Bruder, ist nicht so schlimm, ja, Bruder. Ich lass dich auch einmal spritzen. No homo. Stark. 200 Euro fehlen noch, Bruder. Echt? Ist nicht so schlimm, Bruder. Erzähl mal die Momo. Der ist reich. Ciao, Seko. Ciao, ciao. Ciao, Seko. Tschüss. Checkt auf jeden Fall auch das Video von Seko ab und dann sehen wir uns auch auf seinem Kanal. Aber hier geht es erstmal noch weiter, Freunde. Bis gleich. Ist gut, auf jeden Fall geht es jetzt um Nespresso Cups. Du bist ja schon bis jetzt hart minus. Ich glaube, der geht erstmal 3 Wochen nicht raus und macht keine Packs auf FIFA. Du stellst jetzt die nächste Frage. Da ist der Bruder mit seinem Handy. Also bei 20 Euro tut es mir jetzt nicht weh, wenn ich gewinne oder verliere. Anime-Serien kennt ihr, ne? Ja, Dragon Ball Z. Wie viele Folgen hat die Anime-Serie One Piece? Ich habe in meinem Leben noch nie One Piece geguckt. Ich tippe auf 400.
401. Traum, so ein ekliger Schummler, ja. 401. Wie er einfach nachmacht. Keine eigenen Ideen. Ich muss gewinnen. Sehr gut, sieht richtig. Oh. Kaffee ist anders, Bruder. Oh, Bruder. Eigentliche Antwort ist 1404. Wow. Oh. Ja, 200 Euro minus. Kann man machen, bis jetzt läuft sehr gut. Ich bin gespannt, wie es später auf seinem Kanal sein wird. Also wir nehmen erstmal mein Video auf, im Nachhinein nehmen wir dann sein Video auf. Das war natürlich meine Idee, das Ganze so aufzuteilen. Er wollte ja beides mit einer Kamera aufnehmen. Ja, The Brain. Ich war übrigens auch beim Friseur, noch nicht unsere Laune, weil ich es nicht geschafft habe. Gott! Mann, Junge, widerlich du aus heute schon wieder. Aber bei mir zählen ja die inneren Werte, deswegen sind wir Freunde. Oder ich brauche Frauen. Frauen? Mach mal eine Ankündigung. Lady Lover. Ohne Scheiß. Auch Jungs, ihr könnt gerne auf Instagram folgen. Auch Jungs willst du fahren? Ja, einfach folgen erstmal. Sehr gut, wie alt bist du? Ja, für manch andere bin ich 26, für manch andere bin ich 18. Also ab 18? Also wie fährst du? Ey, lass uns die Roller fahren. Hast du diese App gemacht? Nein. Digga, man muss, ich habe keinen Kredit, ich bin nicht so reich. Ach so. Tut mir leid. Also auf jeden Fall, er ist nicht so reich. Ab 18. Er hat 33 cm. Was? Was fast? Bis 33, Alter. Ja, meinst du? Felgen. Ach so, toll, okay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Nike. Dort will ich ein paar Shirts holen, auf seinen Necken hoffentlich. Und dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet. Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock im Nike auf Struggle. Und jetzt machen wir diesen Überraschungseffekt, Bruder. Wir machen jetzt wieder, wie immer, Frage-Antwort. Auf jeden Fall, jetzt kommt die Frage. Eine mathematische. Hier ist meine Stärke. Hast du einen Abschluss, Bruder? Ich sag es. Komm, Mathematik, Bruder, ist gut. Die Frage ist, was ist 200 minus 89 plus 40? 200 minus 89 plus 40. 149. Was? Safe falsch, safe falsch. Was hast du? Ganz falsch, oh mein, ganz falsch. 200 minus 89 plus 40. Was? Das ist doch plus, das ist 141. Plus, ja, fuck, zwei falsch gemacht, aber okay. Dicker, du sagst 200 minus 89? 200 plus 40. Plus 40. Plus 40. Plus vor... Nein, das gilt nur bei Punkt vor Strichrechnung. Ist der dumm? Ist der geil, der Typ? Ach du Scheiße. Ist der geil, der Bruder, Typ? Bruder, du bist fett minus jetzt. Bruder, ich werde dich für diese Unintelligenz auseinandernehmen. Anne? Fährt mal Anne. Ja. Du musst nach Hause? Bruder. Die rufen mich. Küche brennt. Ich mach das nicht so gemein, weil bei den Cups war es auch okay. Ich mach, glaube ich, nur ein Shirt auf deinen Neck. Auf den Neck. Yeah, Chiching. Chiching in the Tech. 25 Euro habe ich meine Nespresso-Kapseln direkt die mal wieder rausgeholt. Nach dieser wirklich erstklassigen mathematischen Lösung aller Albert Einstein und irgendwelchen anderen Mathematikern. Hast du bewiesen, dass du einer der intelligentesten YouTuber definitiv auf YouTube bist, mein Freund. Ohne Scheiß, Alter, was ich da gerecht habe, weiß ich selber. Guck mal, ich überlege die ganze Zeit. Ich überlege auch die ganze Zeit. Wie du auf diese Zahl kommst. Verstehst du, Mathe ist ja eine Sache, die kann man nachvollziehen. Das heißt, du musst ja einen mathematischen Weg verfolgt haben, dass du darauf kommst. Aber egal, welchen mathematischen Weg du verfolgst, du kommst auf die Zahl, Bruder. Egal, aber weißt du, was Gutes? Cheating in the Tash. Erstmal das und zweitens. Und 4 Euro plus sogar. Auf jeden Fall, Freunde, hat sich das Ganze bis jetzt sehr gelohnt. Jetzt packt der Bruder seine Kamera aus und wir filmen mal bei ihm auf dem Kanal einige Sachen. Aber bleibt bei mir dran, wir machen auf jeden Fall einige Sachen. Vielleicht gehen wir noch was essen, weil wir auch vielleicht Cheating-Aktion machen. Deswegen bleibt dran und jetzt gucken wir mal, wo wir noch landen werden. So, Freunde, jetzt bei Zara angekommen und der Struggle ist real. Also Kanye West hat ja mit den Yeezys echt übertrieben, aber die haben ja nochmal einen draufgelegt. Seko, was suchst du eigentlich, Seko? Was? Was suchst du eigentlich? Mein T-Shirt, Bruder. Adidas, die kostet 140 Euro. Okay. Hör mal. Ja, weiter. Nach oben? Gesponsert. Hose von Zara, 40 Euro. Adidas, original, auch 50 Euro. Ich merke, Bruder, du hast alles gesponsert von mir. Nein, 50 Euro. Pulli, auch 50 Euro. Bruder, aber zum Glück reduziert, alles gesponsert. Kevin Klein, Bruder. Original? Original. Adidas Socken. Wichtig. Wir essen jetzt auch erstmal, Freunde. Und ich verabschiede mich auch so langsam. Essen jetzt nochmal was auf den Nacken von dem Bruder. Ich sage danke an Rüstem, dass du tolle Fragen gemacht hast und sehr einfallsreich warst. Danke, Seko, Faust, Bruder. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Hast du Insta? Ja. Name? RSTM-DNC. Kannst du mich verarschen? Das war ein Name, Bruder, das ist doch kein Safecode. So viele Online-Pornos schon geguckt, dass er keine Datenvolumen mehr hat. Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dem Video, das war's mit dem Richtig- oder Zahlen-Video. Seko, du bist gleich minus gegangen. Checkt auf jeden Fall auch sein Video ab, wie gesagt, um die nächsten Fragen auf seinem Kanal anzugucken. Danke, dass du da warst, danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde.
Abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke und ich sag ciao, ciao, ciao.